Vor allem bequem. Man sitzt zusammen, spricht und lauscht, ist von dem, was man hört, so gar nicht berauscht. Man erkennt entsetzt die Faktenlage an, sieht ein, dass es so nicht weitergehen kann. Über dieses und jenes will man dann gerne sprechen, sich den eigenen, doch besonders des anderen Kopf zerbrechen. Auf themenspezifische Selbstreflexion sind Protest und Augenrollen die Reaktion. Denn man möchte ja etwas tun, aber bitte ohne spürbaren Einfluss auf die geliebte Komfortzone. Wir wollen die schädlichen Muster zerlegen, doch ohne dabei uns selbst zu bewegen. Wir retten die Welt, das ganze System, bitte ohne Aufwand, vor allem bequem.